Mein Gott, wenn man so denkt, die Jungen haben es heute doch viel leichter wie mir damals. Heute kriegen sie ein Geld. Danke, Mama. Wenn die Mutter arbeitet, darf sie ja daheim bleiben. Wenn ich denke, was ich gekriegt habe, wie der Karl auf die Welt gekommen ist. Kannst du dich noch erinnern, Edmund? Schwanger bin ich gewesen, die Wohnung war halb hin von den Bomben. Kalt war es, zum Hatzen haben wir nichts gehabt. Ob du dich noch erinnern kannst, habe ich dich gefragt, Edmund. Freilich kann man noch erinnern. Wie eine Zeit gewesen war. Die war ja auch kalt. Wir haben nichts gehabt, damals. Oder fast nichts. Aber so ein Theater wie ihr heute haben wir nicht gemacht. Wir können aber nichts dafür, dass Krieg war. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn unser eins damals ein Kind nicht wollen hat, dann war das die Not und die Umstände und das alles. Aber nicht, weil wir nicht die Sklavin von einem Mann haben sein wollen. Was ihr gemacht habt, war eure Sache. Und was wir heute machen, das ist unsere Mama. Wir wollen halt nicht mehr ein Selbstbefriedigungsapparat für einen Mann sein. Und wenn die Männer glauben, wir sind nur dazu da, dass wir uns aufs Kreuz legen. Jetzt halt aber dein Pappen hörst. Das glaubst du, wo wir sind. In meiner Wohnung wird das so ein Ton nicht angeschlagen, so ein Ordinierer. Verstehst? So. Aber auch nur, wenn wer anderer was sagt, was? Wenn du da von Arschlöchern und Hirnscheißen redst, das macht nichts. Jetzt ist aber genug, Hanni. Wenn du so einen Ton anschlagst, in meiner Wohnung hörst, aber dann kriegst du von mir. Na, was ist dann? So alt kannst du ja gar nicht werden, erst dass du von mir unter so eine Watsche fängst, dass der 14 dort der Schädel wackelt. Der hilft der ganze Dicht, der hilft dir nicht. Jetzt lass euch nicht den Franz in Ruhe. Bitte, lass euch in Ruhe. Mach ihm ja nichts. Verstehst? Denken kann sich jeder, was er will, verstehst? Gibt's gar nichts. Aber ich will nicht, dass solche Ordinärheiten bei mir in der Wohnung ausgesprochen werden. Schnell vorherst, was das kleine Kind das hört. Das hat doch kein Gesehen da. Über kurz oder lang haben wir so ein kleines nächstes Kind im Haus. Verstehst? Da will ich nicht, dass solche Ordinärheiten auf den Tisch kommen. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass man später einmal sagt, der Großvater hat das Kind verloren. Verstehst du? Oder irgendeine andere Verwandtschaft. Das ist eine gute Idee, Edmund. Was gehört? Ja, Papa. Was glaubst du, was ich schon alles gehört habe, obwohl ich noch feucht hinter die Ohren bin? Jesus, die Werner.